Wespenspinnen bauen ihr recht großes Netz in Bodennähe, an wärmebegünstigten Standorten. Meist hält die Spinne sich in der Mitte des Netzes auf. Das hier im Netz zu sehende helle Band wird Stabilimент genannt. Welche Funktion dieses Band hat, darüber ist sich die Wissenschaft nicht wirklich einig. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze. Mögliche Erklärungen sind beispielsweise, dass Beute angelockt werden soll oder dass die Stabilimente der Tarnung oder gar dem Sammeln von Trinkwasser dienen. Auf die Stabilität des Netzes haben sie allerdings keine Auswirkung, auch wenn die Bezeichnung das irgendwie suggeriert. Dass sie der Tarnung dienen, erscheint bei der auffallenden Wespenspinne auch eher nicht der Fall zu sein. Zumindest wirkt es nicht auf Anhieb plausibel. Was aber sicherlich der Tarnung dient, ist das Schwingen bei Beunruhigung, wie man es auch von anderen Spinnen her kennt. Beispielsweise von Cyclosa conica, einer sehr kleinen Kreuzspinne. Conica wirbt ebenfalls Stabilimente in das Netz. Und hier ist es tatsächlich so, dass die kleine Spinne auch mit dem silbrigen Band optisch verschmilzt. Gerät nun Beute in das Netz einer Wespenspinne, dann bedeutet das nicht, dass sie das Beutetier direkt mit einem Giftbiss attackiert. Die Wespenspinne, wie auch andere Kreuzspinnen, hat verschiedene Verhaltensweisen in ihrem Repertoire, jeweils abhängig von der Größe oder der Wehrhaftigkeit der Beute. In Echtzeit geschieht das Einspinnen sehr schnell. Man erkennt eigentlich nicht viel. Auch wenn man näher herangeht, man kann außer viel Gezappel nichts erkennen. Die Zeitlupe jetzt erlaubt einen genaueren Blick darauf, wie das Einspinnen vonstatten geht. Dazu zieht die Spinne aus ihren Spinnenwarzen mit den Hinterbeinen ein breit gefächertes, netzartiges Fadengewirr. Gleichzeitig dreht sie das Beutetier mit den Vorderbeinen und wickelt so mit schnellen Bewegungen das Seidengeflecht um die Beute. Die Beute ist zum Schluss immobilisiert. Für große Beutetiere wie Heuschrecke oder gar Wehrhafte wie Wespen gilt, dass sie zuerst eingesponnen werden und nach ihrer Immobilisierung gebissen. Es erscheint einleuchtend, warum das so ist. Wenn das Beutetier entsprechend groß ist, besteht immer die Möglichkeit, dass die Spinne sich verletzen kann. Um das Risiko zu minimieren, hält die Spinne möglichst weiten Abstand zur Beute. Man sieht das im Video sehr schön. Der Körper der Wespenspinne ist außerhalb einer potenziellen Gefahrenzone und nur die weit gespreizten Beine verrichten die Arbeit. Wenn man jetzt etwas weiter hereinzoomt, dann sieht man noch besser, wie das Fadengewirr aus einzelnen, dicht beieinander liegenden Strängen besteht. Man kann sich leicht vorstellen, dass es daraus kein Entkommen gibt. Die Beute ist eingewickelt, jetzt erst wird der Giftbiss platziert. Der Giftbiss selbst ist dabei recht kurz. Im Anschluss wird das eingewickelte Paket häufig in die Netzmitte gebracht und noch nicht sofort mit dem Fressen begonnen. Kleine Beutetiere werden quasi nebenher aufgenommen und verspeist. Kein Giftbiss, kein Einwickeln. Schmetterlinge werden in der Regel sofort mit einem Giftbiss attackiert. Das erscheint mir ein naheliegendes Verhalten zu sein. Wer das schon mal beobachtet hat, weiß, dass ein Schmetterling, der in ein Radnetz flattert, sich auch schnell wieder befreit hat. Das Radnetz hält ihn nicht wirklich fest. Außerdem ist ein Schmetterling mit ausgebreiteten Flügeln schon etwas sperrig und das Einwickeln in Spinnenseite für die Spinne wohl deutlich umständlicher als bei kompakteren Beutetieren. Der Jagderfolg dürfte mit dieser Methode, dem sofortigen Giftbiss, höher sein. Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie die Wespenspinne mit ihren Kieferklauen das Insekt zerkaut. Weiterhin kann man erkennen, dass zwischen den Kieferklauen eine Flüssigkeit austritt. Welche Bedeutung das hat und was genau da passiert, erläutere ich in meinem Video, wie Spinnen fressen und verdauen.